Willkommen zurück zu Black and White. Wir sind gerade dabei, Nemesis-Städte mit Donnerkeilen, Feuerbällen und Megablasts niederzureißen und alle seine Bewohner auszulöschen. Dafür haben wir unseren Einflussradius weit genug vergrößert. Es wird also mal wieder Zeit für einen Megablast direkt auf das feindliche Stadtzentrum. Tote liegen überall im Dorf herum. Ein wunderschönes Bild brennender Menschen, die durch die Häusergassen rennen. Der Geisterschild ist verschwunden. Bam! Nun müssen die pilgernden Menschen, halt die Klappe, gutes Gewissen, wieder zurück in das Dorf kehren, wo wir sie mit gespaltenem Feuer vernichten werden. Die Statistiken, machen wir weiter. Ja, machen wir, böses Gewissen, werden dafür sorgen, dass sie sich auch weiterhin nicht vor uns verstecken können. Ah, die Menschen brennen, die Kinder schreien. Unsere Kreatur sieht und aus wie unsere ihr. Kreatur sieht aus wie immer. Ja, nicht wirklich, sie ist immer noch winzig. Ah, Menschen versuchen zur Versammlung zu gehen, rennen allerdings direkt in ihren Tod. Gibt es was Schöneres auf der Welt? Löscht das Feuer um sich herum? Niemals. Donnerkeil drauf und fertig. Diesmal haben wir es ihnen gezeigt. Stufe 2. Und weil es so schön war, hauen wir gleich noch einen Extremus-Feuerball hinterher. Ausholen. Bams. Tod und Vernichtung. Ja, so viel erstmal zu der Geschichte. Dann gucken wir mal, ob wir irgendwo hier in der Umgebung... Tja, diesen einen letzten fehlenden Dorfbewohner erspähen. Es fehlt immer noch diese eine Person, die auch immer noch als wohnhaft angezeigt wird. Allerdings sind die Leute da oben immer noch der Pulk, der aus unserem anderen Dorf hochgelaufen kam. Irgendwelche merkwürdigen Beschreibungen hier? Sieht nicht so aus. Entweder welche, die nach Hause gehen oder zum Lagerhaus oder Holz holen oder fischen. Nicht gut. Es sind auf jeden Fall alles nicht die gesuchten Menschen. Irgendwann muss diese Person wirklich mal auftauchen. Ach, guckt euch das an. Ein Mensch! Wir kriegen wieder Infos ein bisschen später für, aber was Lass soll's. Lass mich dir helfen, die Welt zu erhellen. Ich möchte dir noch mehr erzählen. Ja, dann hau mal deine letzten paar Informationen auch noch raus, bevor wir fertig sind. Dieses Wunder lässt deine Kreatur schrumpfen. Das haben wir schon, das Wunder. Wenn du zu spät handelst, verschwindet deine Kreatur im Nichts. Nein, das wird niemals passieren, glücklicherweise. Ich möchte dir noch mehr erzählen. Doch zunächst muss ich ruhen und beten. Bitte komm morgen wieder. Glücklicherweise sind seine Informationen sowieso nicht wirklich informativ. Die Dörfer würden wir sowieso zurückerobern. Halt die Klappe, böses Gewissen. Von daher, in Anbetracht dessen, dass der Fluch nicht teilweise aufgehoben wird, wenn wir die einzelnen Dörfer zurückerobern, bringt uns das überhaupt nichts, die einzelnen Informationen werden Sie nie vergessen. Über die jeweils einzelnen Wunder zu haben, welches jetzt genau was macht. Im Endeffekt könnten auch alle drei alles gleichzeitig für den Fluch bewirken. Es würde für uns nicht anderes bedeuten. Ja, gucken wir mal, wo die letzten paar Leute hier vorne sind, die wir noch auslöschen müssen. Gespaltenes Feuer! Megablast? Egal, mach mal einen Megablast drauf. Ist jetzt ein bisschen übertrieben, um eine Person zu killen. Aber egal, den hier können wir auch umsiedeln. Hallo, oder die hier. Lass dich bitte einsiedeln. Lebe hier in Liebe. Jawohl, gute Arbeit. Das Dorf sieht auch richtig gut bevölkert aus, wenn man sich die ganzen Statistiken hier anguckt. Wenn man bedenkt, wie viele Leute auch noch drüben bei uns im Hauptdorf sind zum Beten. Da ist noch eine Person. Komm, lebe hier in Frieden, solange noch Platz ist. Lebe hier in Frieden. Und einer geht noch zur Baustelle. Da brauchen wir genügend Zeit zum Greifen. Jawohl, wird gehalten. Und auch du wirst hier vorne mit eingegliedert. Lebe hier in Liebe. Lebe hier in Liebe. So, haben wir noch jemanden? Sieht nicht so aus. Ich sehe keine Anzeigen mehr. Das Dorf gehört allerdings noch nicht uns und die feindliche Kreatur läuft ja auch immer noch rum. Doch, doch, da kommt jemand. Sie geht zur Versammlung und geht zu einer Baustelle. Kommen direkt noch zwei hintereinander. Ja, lauft in meine Arme, liebe Dorfbewohner. Dann schnappen wir euch gleich mal und siedeln euch um. Wir lassen denen noch ein bisschen Laufzeit. Währenddessen gucken wir nochmal hier vorne, ob hier vielleicht inzwischen jemand ankommt. Immer noch diese eine Person. Wer hätte das gedacht? Ich sehe so spontan nichts. Aber hier ist auch niemand, um die Baustellen mal anzugehen. Das ist merkwürdig.
Die Person, die hier noch lebt, müsste doch definitiv hier auftauchen, um mal wenigstens das Stadtzentrum reparieren zu wollen. Ich setze jetzt mal das Wunder in Brand. Vielleicht bringt sie das dazu zurückzukehren. Ich habe im Momentan wirklich keine bessere Idee, um Leute anzulocken. So, Stufe 2, Extremus-Feuerball. Haben wir hier vorne noch großartig was? Sie nie vergessen. Definitiv nicht. Ja, da sind drei Leute. Brennt! Flieht vor irgendwas, löscht. Ja, die Person hier vorne können wir uns direkt mal schnappen und ebenfalls umsiedeln. Hier vorne, lebe in Frieden. Lebe hier in Liebe. Oder in Liebe, mir auch egal. Was geht nach Hause? Geht zurück in das Dorf, aus dem wir sie umgesiedelt haben? Das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Na gut, wenn sie zurück in ihr Dorf laufen, dann müssen wir sie wohl oder übel umbringen. Da haben wir noch eine Person. Geht zu einer Bosche. Tatsächlich, die laufen scheinbar lebe einfach in ihr Dorf zurück. Ja, ne? Dann werden wir gleich keine andere Wahl haben, als sie wegzuwerfen, wenn sie da vorne nicht zu irgendeiner Baustelle geht, die ich gerade einfach noch nicht gesehen habe. Nö, geht zu einer Baustelle. Okay. Tut mir leid. Kabims! Quer durchs Gebirge. Das kann eigentlich niemand überleben. Und Batz, was? 4% Leben übrig? Hallo, ist wohl ein bisschen lächerlich, was? Egal, jetzt haben wir diese Person umgenietet, ist mir auch recht so. Gucken wir mal, wie viele leben hier noch. Das ist doch unübersichtlich hier. 1, 2, 3 Personen leben hier immer noch. Das ist mehr, als ich erwartet habe. Hier scheint auch niemand mehr auf dem... Doch, da kommt noch jemand auf dem Weg ins Dorf. Und da hinten kommt doch sogar noch 2 Leute. Geht nach Hause. Ja, dann dürfen das die restlichen sein. Ach! Guckt euch das an. Nehmt es, bringt die Leute sogar ins Dorf hier vorne rein. Okay, wie sieht's hier aus? Hat das Feuer die eine Person dazu bewegt, nach Hause zurückzukehren? Geht fischen? Geht zum Bauernhof? Fischen? Geht in den Wald? Bist du die Person? Nein, ist sie nicht. Verdammte Hacke nochmal. Also, mit so dermaßen Komplikationen habe ich noch wieder nicht gerechnet. Mit kleineren, vielleicht etwas größeren Umständen schon, aber... Leiden. Solche Umstände? Naja gut. Bis jetzt haben wir noch nicht großartig viel Zeit dadurch verloren. Zeit verlieren wir erst dann, wenn wir auch das Dorf hier vorne übernommen haben und dann immer noch nicht diese eine Person aufgetaucht ist. Okay, dieser Dorfbewohner hier will offensichtlich auch zurückkehren, obwohl wir ihn umgesiedelt haben. Also werden wir auch den schnappen müssen und quer durchs Gebirge schleudern. Hat er überlebt? Was ist denn das für ein merkwürdiges Gebirge hier vorne? Das Gebirge der lange Lebenden. Wir schleudern die Leute Kilometer weiter oben durch. Die landen, ja, noch 63% Leben übrig. Kein Problem. Wenn wir den da vorne nicht greifen können, dann schmeiße ich eine Flammensphäre nach ihm. Vielleicht treffe ich ja sogar. Unwahrscheinlich, aber vielleicht treffe ich. Achtung, der eine Versuch. Wusch. Nein, verfehlt. Dann halt nicht. Das mit den Flammensphären habe ich nicht so gut raus, wie man ja schon weiß. Eine Person noch. Zwei. Ich glaube noch 2 Personen. Ja, da vorne kommen die beiden Personen. Das heißt, wir haben hier die letzten, die noch in diesem Dorf hier leben. Okay, so langsam sicher. Müsste er doch nah genug dran sein, dass wir diese Person greifen können müssten. Ich wünschte, die würden ein bisschen schneller gehen können. So ein Beschleunigungswunder für feindliche Dorfbewohner, das wäre super. Aber da gehen immer noch einige einfach zurück in das Dorf, die wir umgesiedelt haben. Ganz definitiv. Geht zur Versammlung. Okay. Bevor sie sich hier vorne wieder eingliedern, haben wir wirklich keine andere Wahl, als die halt irgendwo anders hin umzusiedeln, komplett zu verstecken. Hier, lebe hier in Liebe, da bist du komplett in einer anderen Umgebung. Reicht das Holz? Ja, der scheint sich da vorne irgendwie eingegliedert zu haben, das ist mir auch recht. So, dann haben wir immer noch diese eine Person, die hier zurück auf dem Weg in das Dorf war. Diesmal haben wir es ihnen gezeigt. In der Tat, was auch immer du gerade meinst. Und dann sollte es auch endlich vollbracht sein. Wo ist denn diese eine Person? Die scheint immer noch sehr weit entfernt zu sein. Meine Güte. Oder sie hat irgendwo ihren Weg verloren oder ist verbrannt. Das kann natürlich auch sein. Wer weiß. Ja, es scheint hier auch nur noch eine Person zu leben. Ich habe da gerade auch nur noch ein einziges Dorfbewohner-Symbol gesehen. Sollte also bald erledigt sein, sobald diese eine Person auftaucht. Hier ist es immer noch, nur diese eine einzige Person, kein Nachwuchs oder sonstiges wurde erzeugt. Gucken wir uns nochmal... Ah, guckt's euch an! Geht zu einer Baustelle in der Umgebung um, da haben wir sie endlich, die eine Person. So, du kriegst keine Gnade, tut mir leid, Kollegin. Also, nach dem Ärger, den du uns hier bereitet hast, wirst du gnadenlos umgebracht.
Bams, nochmal, jawoll, 0% Leben übrig, das war endlich die letzte Dorfbewohnerin dieses Dorfes hier oben. Und wir sollten jetzt gleich sehen können, wie sein Einfluss schwindet. Jawoll, die Glocke läutet und der gelbe Einfluss ist komplett dahin. So, bekehrter Missionar. Jetzt können wir einfach Missionare hier oben in das Dorf einkehren lassen. Bekehrter Missionar. Bekehrter Missionar. Und dann müssen wir die ein klein wenig beeindrucken. Am besten geben wir einfach ein bisschen Holz hier rüber. Okay, das hat noch nicht gereicht. Dann heilen wir sie mit einem kleinen Heilwunderchen. Und geschafft. Hochlebe Japan, in der Tat. Wie ist das möglich? Du hast mir eine Stadt geraubt. Ich verweigere dir das Wunder. Welches Wunder? Da ist kein Wunder mehr. Nemesis, wir haben das Wunder selbst zerstört, damit dieser eine verdammte Dorfbewohner hier wieder aufgekreuzt ist. Mega Blast! Aus irgendeinem Grund sind da auch Teile durch die Luft geflogen, obwohl kein Wunder mehr existiert hat. Naja, mir auch recht. So, und damit haben wir jetzt die Kontrolle über diese Stadt übernommen. Und man sieht auch sehr schnell, warum ich diese Methode normalerweise nicht benutze. Ganz abgesehen davon, dass wir jetzt so dermaßen lange darauf warten mussten, dass die letzte Dorfbewohnerin aufgekreuzt ist. Wir haben nämlich jetzt noch einen minimalen Einflussradius durch dieses Dorf. Wir müssen es also komplett wieder selber aufbauen, wenn wir tatsächlich Einflussradius davon haben wollen. Schön, dass in der Stadt Leute Hilfe, Feuer brüllen, aber da überhaupt nichts mehr ist. Ach was. Ernsthaft jetzt? Geh zu einer Baustelle. Die eine Dame, die wir bis in unser erstes Dorf rübergeschleppt haben, die war immer noch Bewohnerin dieses Dorfes hier vorne und hat jetzt dafür gesorgt, dass wir das noch nicht übernehmen konnten. Wunderbar, wunderbar. Ja gut, dann schleudern wir die auch mal durch das Gebirge der Langlebrigen. Ich hoffe also, sie stirbt tatsächlich durch die Geschichte. Ja, jawoll, Leben null. Und dann müsste es das auch für dieses Dorf gewesen sein und wir sollten auch hier gleich die Bekehrungsarbeit leisten können. Mal gucken. Jawoll! Haha! Sein Einflussradius ist komplett geschwunden. Das ist ein Kind in der Krippe. Das brauchen wir gerade nicht. Dann schauen wir auch hier mal, dass wir einen Missionar bekommen. Bekehrter Missionar. Bekehrter Missionar. So, eine Dame. Bitte noch jemand Zweites. Da ist ein Toter. Es ist noch eine Dame. Egal. Hauptsache zwei Dorfbewohner für hier vorne. Bekehrter Missionar. Bekehrter Missionar. Und dann ein Heilwunder drauf, damit wir ihren Eindruck schinden. Hochlebe Japan. Nochmal. Wir verbeugen uns vor unserem neuen Gott. Hier wohnt kein Mann in dem Dorf. Nemesis hat uns gezwungen, dieses Weltwunder zu errichten. Doch nun hilft es uns bei der Unterwerfung seines Reiches. Dann muss wieder aufbauen. In den Wäldern um das Dorf lebt ein Nomade. Er erzählte uns von den magischen Kräften des Wunders. Ja, die kennen wir schon. Er sagte... Kaboom, hat er gesagt. Interessanter Text. Schweig! Du wirst dieses Wunder niemals bekommen. Auch da war kein Wunder mehr. Vorher werde ich es vernichten. Hohle Nuss. Und dich auch, elender Wurm. Oh nein. Dein Verrat enttäuscht mich. Nicht der Dorfbewohner. Du sollst dafür in der Hölle schmoren. Der eigentlich gar nicht existiert. Gah! Gah! Ja, tschö. War schön mit dir. Leider erzeugt Nemesis gerade außerhalb seines Einflussbereiches. Einen Sturm, gegen den wir nichts tun können. Von daher können wir diesen einen männlichen Dorfbewohner, der uns hier gerade hier was erzählt hat, obwohl er hier gar nicht in dem Dorf lebt, nicht retten. Traurig, traurig. Das ist aber ein schöner Orkan mit vielen Blitzen, den er hier gerade beschworen hat. So ein Wunder gibt es eigentlich gar nicht für uns. Ja, und das war's. Wir haben sämtliche Wunder unter unsere Kontrolle gebracht, die den Fluch bewirken. Hallo Nomade, schön dich wiederzusehen. Deine Macht ist offensichtlich. Ja, nicht wahr? Ich denke, du bist Nemesis ebenbürtig. Ah, ich glaube, wir sind überlegen. Ich habe dich an diesen Ort der Heilung geführt. Nein, das war einfach nur ein Kameraschwenk, der uns hier rübergebracht hat. Wäre aber nett, wenn unsere Kreatur jetzt einfach mal eben geheilt werden könnte. Und wieso könnte unsere Kreatur überhaupt extra an einen Ort der Heilung führen? Hier kann sich deine mächtige Kreatur von Nemesis Fluch befreien. Würde es nicht mehr Sinn machen, wenn der Fluch einfach so befreit wäre, wenn wir die Wunder erstmal besitzen? Aber sehr schön. Ra hat endlich wieder seine normale Gesinnung und seine originale Größe. Ach, ist das nicht herrlich? Ich fand's schon ein bisschen nervig, so eine dermaßen winzige Kreatur zu haben. Deiner Kreatur geht es besser, doch Nemesis Fluch ist noch nicht gebrochen. Doch? Deine Kreatur ist auf dem Weg zu Nemesis letzter Bastion. Du bist stark genug, um ihn endgültig zu vernichten. Doch sei auf der Hut. Er ist geschwächt, aber noch nicht besiegt. Wir sind deine treuen Diener. Kehre hierher zurück, wenn du Heilung suchst. Oh, sowas Tolles. Ein Heilwunderspender. Hey,
Noch so ein cooler Wunderspender. Der letzte Einweg-Wunderspender, den wir in diesem gesamten Spiel erzeugen. Ein stärkeres Heilwunder, ja, das nicht sonderlich sinnvoll für uns ist. Leider, muss man sagen. Ja, gut, jetzt hören wir sehr viele, sehr laute Mega-Blast-Explosionen im Hintergrund. Mein Gott, das macht aber echt Theater, nur weil er seine Dörfer hier vorne verloren hat. Gut, wir werden jetzt erstmal massig Holz zusammensammeln, denn dadurch, dass wir den Einflussbereich dieser Dörfer dermaßen dezimiert haben, müssen wir jetzt einen altbekannten Trick anwenden, um unseren Einflussbereich weit genug zu erweitern, damit wir überhaupt an Nemesis Dörfer rankommen. Fanatismus treibt die Gläubigen in den Tod. Tu was! Ja, wir sollten uns vielleicht bei Gelegenheit mal wieder um unsere Gläubigen kümmern. Die scheinen gerade an der Kultstätte zu verhungern. Da habe ich tatsächlich schon seit längerer Zeit nichts mehr dran getan. Gucken wir mal kurz hier vorne vorbei und bringen ihnen ein bisschen Nahrung aus dem Lagerhaus hier vorne. Ach ja, sehr schön. Jetzt können wir die Statistiken auch vorläufig erstmal wieder ausschalten. Die werden wir zwar nochmal brauchen, aber sie sind schon ein bisschen störend, wenn man sie gerade nicht wirklich braucht. So, liebe Leute, hier vorne habt ihr ein bisschen Nahrung. Achte auf die Bedürfnisse deines Volkes. Ja, ja. Die Menschen brauchen etwas. Halt doch mal die Klappe, wir sind doch schon dabei. Okay, hier können wir außerdem ein bisschen den Glauben runterstellen. Denn wir brauchen nicht mehr so viel Einfluss hier vorne von den Wundern. Dann kriegen die Gläubigen noch zusätzlich ein bisschen Korn aus dem Lagerhaus, wie es auch ursprünglich gedacht war. Ja, wenn wir hier über die Karte gucken, dann sehen wir hier Megablast, 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 Megablast. Nicht mal Nemesis könnte genügend Glauben haben, um dermaßen viele Megablasts einfach so bewirken zu können. Die sind also tatsächlich eine Art Naturkatastrophe, die wir jetzt permanent hier auf der Karte haben. Das ist übrigens ein Tempel, den haben wir noch nie angeguckt, so wirklich. Relativ klein, muss man sagen, und man sieht sehr eindeutig, dass er ein böser Gott ist. Die böse Gesinnung steht dem Tempel praktisch ins Gesicht geschrieben. Ja, hier werden wir allerdings den Götzendienst jetzt mal auf 100% hochheben, damit alle Leute uns dienen und wir freien Zugriff zu den lokalen Mega-Blasts und Donnerkeilen haben. Die werden wir für Nemesis letztes Dorf gut gebrauchen können. Dann wird außerdem keine Nahrung mehr im Lagerhaus im Dorf selbst gebraucht, von daher können wir die Nahrung direkt mal rüberbringen. Wir sollten vielleicht nicht ganz auf 100% stellen, damit die Leute zumindest ein bisschen die Möglichkeit haben, sich auszuruhen und nicht alle an der Kultstätte krepieren. Das ist ja nicht der Sinn der Übung. Okay, dann werden wir Gerüste zusammensammeln. Wie gesagt, wir benutzen den alten Trick, den wir auch schon gegen Letis verwendet haben, um unseren Glaubensradius weit genug zu erhöhen. Außerdem können wir unseren Löwen jetzt bald mal durch den Brown Baron ersetzen, der ja jetzt dann auch eine ordentliche Größe haben sollte. Was macht unsere Kreatur davon? Das sieht so aus, als ob sie Dorfbewohner um sich versammeln würde. Dabei muss er das Dorf doch gar nicht beeindrucken. Das kann eigentlich nur eins bedeuten. Das gucken wir uns gleich mal näher an. Erstmal kümmern wir uns weiter hier vorne um das Holz. Das ist momentan deutlich wichtiger. Es ist praktisch die letzte große Aufgabe, der wir uns jetzt hier vorne widmen. Schnappen wir uns auch mal das ganze Holz hier aus dem Lagerhaus des Dorfes, das uns einfach so schon mal am Anfang, als wir diese Welt betreten haben, erbaut wurde. Dank den Missionaren, denen wir in Welt 1 geholfen haben. Die gute alte Zeit. Ach ja, meine Ex-Lieblingscharaktere dieses Spiels. Irgendwann werden wir auch mal erfahren, warum es meine Ex-Lieblingscharaktere und nicht mehr meine Lieblingscharaktere dieses Spiels sind. Ach ja, tatsächlich. Unsere Kreatur macht mal wieder eine kleine Tanzeinlage. Woo! Das Step der Löwe. Schönes Breakdancing. Leider direkt vor einem Hügel. Ja, was bedeutet, dass sie mal wieder halb in den Berg reintanzt. Aber was soll's. Sieht gut aus. Das gucken wir uns noch ein kleines bisschen an. Währenddessen sind unsere Werkstätten aktiv. Und die Megablasts hören übrigens praktischerweise alle direkt vor unseren Dörfern auf. Die Megablasts erreichen uns nicht so wirklich. Nur wenn wir unsere Dörfer erweitern würden, würden wir der Gefahr ausgesetzt sein, in die Megablasts reinzubauen. Okay, also beim nächsten Mal sehen wir uns wieder, wenn wir unseren Einflussradius Richtung Nemesis ausbreiten und hoffentlich sein letztes Dorf in Angriff nehmen können. Bis dahin, see ya!